herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Ich habe heute ein Wunder, was ich Ihnen berichten möchte. Ein wirkliches Wunder, und es würde mir wünschen von ganzem Herzen, dass der ein oder andere da draußen auch ein Teil dieses Wunders werden darf. Und deshalb ist es mir eine Ehre, meinen Gast heute hier haben zu dürfen, der von diesem Wunder erzählt. Dieses Wunder basiert darauf, dass er blind wurde. Er hat nichts mehr gesehen. Es war eine feuchte Netzhautablösung, Makuladegeneration, eine feuchte, und er war jahrelang blind. Ich glaube 10 oder 12 Jahre, er wird es uns noch sagen. Und heute kann er wieder sehen. Und das entgegen eigentlich all der schulmedizinischen, wissenschaftlichen Erkenntnisse. Es ist nicht möglich. Und er hat es trotzdem geschafft. Und das ist das Wunder. Der Mensch ist das Wunder und mein Gast ist ein Wunder und Sie haben es auch verdient. Und deshalb mache ich diese wertvolle Sendung für Sie. Ganz herzlich willkommen, lieber Wolfgang Lilienfein. Schön, dass du da bist. Dankeschön für diese Einladung. Super. Vielen, vielen Dank. Jetzt noch was. Du hattest wirklich 0% gesehen. Absolut null. Und heute? Heute sehe ich wieder sehr gut. Also ich sehe, ich habe vor 6 Wochen konnte ich schon 48 Punkt große Schrift lesen. Jetzt kann ich 36 Punkt große Schrift lesen. Und es wird aber schon wieder besser und besser. Und ich denke, in 4 bis 6 Wochen habe ich es dann hinter mir. Dann ist es weg. Du hast mir vorhin noch gesagt, ungefähr 95% von allem siehst du schon wieder. Ja, ja. Also ich sehe alles. Ich sehe da hinten, ich sehe dich wieder, ich sehe deinen Kopf. Also ist alles wieder da. Was ich nicht verstehe ist, wenn eine Netzhaut sich ablöst, hat sich eine neue gebildet? Ja, oder eine neue? Vollkommen neu. Und wie kannst du dir das erklären? Wie kann das sein? Wie das sein kann? Das kann dadurch sein, dass die Zellen sind zwar ziemlich abgestorben, aber einige sind noch da gewesen. Also man sagt bei der feuchten Makuladegeneration, dass man ungefähr noch 1% hat. Ja, man sieht ganz leicht hell und dunkel, aber nur ganz, ganz wenig. Und wenn dann eben alle Zellen heilen ja nach 14 Tagen, erneuern sie sich und erneuern sich und erneuern sich und dadurch wachsen wieder neue Zellen auf. Und so funktioniert das auch. Also man kann mit diesem 1% es wieder schaffen? Ja, das habe ich geschafft. Und über wie viele Jahre hinweg war deine Arbeit? Also es war so, also ich habe 2003 hatte ich einen großen Stress in meiner Praxis, möchte ich aber nicht mehr drüber sprechen. Und dann bin ich immer schlechter gesehen. Und dann 2007 war ich dann blind, habe ich dann nichts mehr gesehen. Und dann habe ich dann 2009 bin ich dann mit meinem Blindenstock in meine Praxis gelaufen. Und dann hatte ich eine Vision. Und da hatte ich, mein Herz hat sich dann geöffnet und hat gesagt, gib deine Energie an deine Augen und öffne dein Herz. Und dann haben meine Hände angefangen, heilend zu werden. Heute kann ich unglaublich gut mit meinen Händen heilen. Ich kann mich heilen und ich kann auch andere Menschen interessanterweise heilen. Und das ist eben für mich schon sehr interessant gewesen. Und so hat sich dann das immer mehr verändert und verändert, weil mein Stoffwechsel sich verändert hat. Ich habe aber dann 2010 habe ich dann eine Ausbildung gemacht in Quantenheilung bei dem Dr. Richard Bartlett und bei dem Frank Kinslow. Und 2012 habe ich dann selber Wochenkurse gegeben für Leute, die lesen und schreiben lernen wollten wieder und die wieder sehen lernen wollten. Und es hat sehr gut geklappt. Ich habe dann 2012, 2013, 2014 habe ich dann Kurse gegeben. Aber immer noch als Blinder. Da habe ich schon angefangen, besser zu sehen. Wie viel so? Also da habe ich so ungefähr so 30, also 2012 hatte ich dann schon 30% und 2014 hatte ich dann schon so 50%. Ich habe dann auch eine... Also es gibt Übungen und Techniken, wie man dieses eine Prozent, das noch da ist, tatsächlich wieder erweitern kann. Ja, durch diese Herzöffnung konnte ich meinen Zellwachstum wieder aktivieren. Das war das Faszinierende. Und das also ich die auch. Heilung war bei dir selbst. Es also war nichts outsourced oder irgendwelche Technologien. Es war eigentlich der Impuls kam. Er kommt aus mir. Ich habe einfach festgestellt, wenn man sein Herz öffnet, kann man sich heilen, grundsätzlich. Und das habe ich, jeden Tag mache ich Meditation, jeden Tag, seit ich da das gelernt habe. Am 6. Oktober 2009 habe ich das gelernt und seit dieser Zeit übe ich jeden Tag, mich zu heilen. Ich mache jeden Tag Meditation und ich sehe, es geht aufwärts, aufwärts und aufwärts.
Ich meine, es muss ja eine schlimme Phase gewesen sein. Wahnsinn. Unvorstellbar, wenn wir unser Augenlicht nicht mehr haben. Du warst 49 Jahre lang, glaube ich, Physiotherapeut, stimmt, Osteopath und jetzt neuesterdings auch noch Heilpraktiker. Genau. Du hast dann gelernt zu lesen als Blinder. Du hast dich lernen müssen, mit allem umzugehen als Blinder. Natürlich. Ich habe eine große Praxis gehabt mit 20 Mitarbeitern. Du, stell mal vor, was du da alles machen musst. Ja, und natürlich immer wieder weitergemacht und daran geglaubt, dass du es wieder hinkriegst. Ja, das war so. Du musst denken, ich habe seit 1978 gebe ich Kurse. Mhm. Also das ist eine unglaublich lange Zeit. Und ich habe einfach immer wieder gelernt, wie muss ich das machen und das machen und das machen, damit es weiter, weiter und weiter geht. Und das habe ich geschafft. Aber ich habe immer mit Herzöffnung gearbeitet. In allen Kursen, die ich gebe, sage ich immer Herzöffnung und los geht's. Und wir können mit unserem Herzen, können wir alles heilen. Mhm. Und das habe ich gelernt und mit dem bringe ich das den Leuten bei. Jetzt machen wir noch den Step von diesen 50% Sehkraft zu den heutigen 95%. Mhm. Klar, das sind Jahre dazwischen. Ja. Aber natürlich, wenn man es jeden Tag ein bisschen besser hat, dann ist auch die Begeisterung, die Freude dahinter. Mhm. Wie hast du es dann geschafft, dann von diesen 50 ganz raufzukommen auf 95? Also ich habe dann eine Augenakupunktur gemacht. Da gibt es also spezielle Augenakupunktur für den Körper an verschiedenen Positionen, wo man dann die Augen verbessern kann. Nach der ersten Behandlung, die ich 2012 bekommen habe, habe ich dann schon wieder 10% mehr gesehen. Das war also schon faszinierend. Dann habe ich auch mal einen Augenkurs gemacht von einem Mann aus Russland. Und da habe ich auch wieder mal 10% besser gesehen. Und dann habe ich eben gelernt, vor allem das Wichtigste war dann für mich eigentlich, wie ich dann den Vita-Chip kennengelernt habe. Also 2019 habe ich den Vita-Chip kennengelernt. Das ist ein Energiepotenzial von der russischen Raumfahrt. Und mit dieser Energie kann man sein eigenes Energiefeld so aktivieren, dass es wieder heilt. Und da ging es dann radikal aufwärts. Das habe ich also wirklich faszinierend gefunden. Und dann habe ich vor 2 Monaten habe ich dann das Tesla Zelltensorgerät. 2 Monaten oder 2 Jahren? Vor 2 Monaten. Erst vor 2 Monaten? Ja, vor 2 Monaten habe ich dann das Tesla Zelltensorgerät kennengelernt. Zelltuner, glaube ich, ja. Zelltuner, ja. Jawohl, genau. Ja. Und da habe ich dann eben, da ich ja früher Augenakupunktur gelernt habe, habe ich dann mit diesem Gerät dann 40 verschiedene Punkte behandelt. Mhm. Das habe ich dann auch mehrere Wochen gemacht. Und dann vor 2 Wochen hatte ich eine Vision. Es ist bei mir so, ich habe ja eine starke Zellaktivierung mit meiner Zelle, mit meiner Seele. Und meine Seele spricht mit mir immer. Das ist ganz hochwertig. Und da bin ich nachts aufgewacht und plötzlich hatte ich das Gefühl, mach doch mal was Besonderes. Kauf dir eine Kupferplatte und nimm die Augenbinde und richte das dann, kleb das da drauf und dann tust du das mit dem Gerät aktivieren. Und das habe ich dann gemacht und siehe da, es hat unglaublich sich verbessert. Unglaublich. Weißt du, man sieht, wenn man nicht schon besser sieht. Das war sieht, das aber, da? Ja, weil, ich muss kurz so sagen, man sieht immer schwarze Punkte. Ja. Ne, und diese schwarzen Punkte sind jetzt weg, nach 2 Wochen. Das ist der Wahnsinn. Die sind weg. Ich sehe unglaublich viel besser. Ich sehe von hier aus deine Brille wieder. Das ist doch Wahnsinn. Also ich bin ja fasziniert. Also ich bin so begeistert, die Freude auch in dir zu sehen. Erst wenn man etwas nicht hat, schätzt man es wieder. Und das ist jetzt eine gebastelte Kupferplatte. Ja, und die hast du dann hier angeschlossen an dieses Tesla-Gerät? Genau, das Tesla-Gerät, genau. Und hast du mit dem geschlafen oder einfach therapeutisch? Nein, das mache ich eine Dreiviertelstunde immer. Ja, okay. Jeden Tag. Jeden Tag arbeite ich eine Dreiviertelstunde. Und da kommen diese Frequenzen von Schwingungsfrequenzen von diesem Tesla-Gerät? Ja, von dem Tesla-Gerät, die kommen dann auf den ganzen Körper. Ja. Weil das ist ja auch so, wenn du das jetzt diese Augenbinde hast, das ist ganz wichtig, dann hast du die Augen, ganz klar. Dann hast du die Ohren, auch sehr wichtig. Und dann hast du das Sehzentrum hinten. Weil wir sehen ja eigentlich mit unseren Augen, nehmen wir ja nur das Licht wahr.
Das eigentliche Sehen findet ja in unserem Sehzentrum hinten statt. Darf ich schnell dir den Kopf geben, dass du uns das mal noch zeigst? Ja, das mache ich gerne. Damit wir das ein bisschen verstehen. Mein Kleiner. So, also das ist hier eine Augenhöhle. Und man sieht hier sehr gut, in der Augenhöhle gibt es ein Loch. Und das ist sehr wichtig. Diese vier Knochen, die Stirn, die Schläfe, der Oberkiefer und die Nase, die gehen zusammen und hinten ist ein Loch. Da geht der Sehnerv durch, da kommt die Arterie und da geht die Vene heraus. Und wenn das durch eine Verdrehung des Schädels in diese Richtung oder in diese Richtung verdreht ist, dann verändert sich dieses Loch und dadurch wird unser Auge krank. Das ist immer so. Ich habe unglaublich viele Menschen schon gesehen, die eine Fehlstellung im Schädel haben, die dann zum Beispiel auch eine Kieferproblematik haben. Also man kann es jetzt nicht so bewegen, aber es ist so, ein Rechtshänder zum Beispiel kann oft nur ganz wenig seinen Kiefer nach rechts bewegen, aber dafür viel nach links. Und das ist doch was Faszinierendes und das hängt mit einer Fehlstellung im Schädel zusammen. Mhm. Und dann sind es oft auch Leute, die eine Brille haben. Mhm. Und dann habe ich den Kiefer freigemacht, habe den Schädel freigemacht und dann plötzlich sind die Augen wieder besser geworden, weil die Durchblutung besser war und weil der Nerv wieder besser durchgelaufen ist. Das war doch faszinierend. Mhm. Absolut. Mhm. Und ich mache das auch bei mir. Also ich habe schon seit Jahren keine Fehlstellung mehr in meinem Schädel. Ich habe das einfach hingekriegt. Aber ich mache Übungen. Mhm. Und diese Übungen, ich mache dann irgendwann mal wieder einen Kurs und dann zeige ich auf dem Kurs, wie kann ich meinen Schädel behandeln. Du hast auch hinten im Kopf von diesem Schädel mir vorher beim Kaffeetrinken noch gezeigt, da hat es auch ganz wichtige Punkte, ja, die du ja dann massierst, oder? Ja, natürlich, ganz klar. Das also, gebe ich dir noch, dass du da schnell, das sind diese zwei. Oh, Dankeschön. Genau. Ja, also das ist grundsätzlich so. Moment, fall nicht runter. Also man sieht es hier, sieht man ja, da muss man jetzt den Ball drauf machen. Ich mache dann hier oben drauf. Und dann bewege ich meine Augen nach rechts oben beim Einatmen, nach links unten beim Ausatmen. Das mache ich dreimal nach rechts oben und dreimal nach links unten. Und damit, dass ich die Augen bewege, bewege ich die Schädelknochen. Und damit mobilisiere ich meine Schädelknochen. Und wenn ich das immer mache, dann aktiviere ich meine Schädelmuskeln, meine Augenmuskeln. Wir haben ja 6 Augenmuskeln und die werden dann aktiviert von jedem Auge. Und zusätzlich werden die Knochen bewegt. Und wenn das wieder richtig gut beweglich ist, dann ist auch die Augenhöhle hier richtig. Die Durchblutung wieder besser. Ja, natürlich. Und die Selbstheilung ist auch wieder möglich, weil richtig. Die Ursache behoben wird. Und da habe ich dann eine Methode entwickelt mit zwei gebrauchte Tennisbälle, das nicht so hart ist, einem Schrumpf. Und da wird dann eben hier durchgearbeitet und hier durchgearbeitet und hier durchgearbeitet. Und hier hinten ist eben dann hier das Sehzentrum. Und das ist eben sehr wichtig. Man sieht es hier auch. Hier ist der Hinterkopf und hier sind die beiden Schläfenknochen. Und hier, da ist dann hier das Sehzentrum. Ja, und da haben wir, jeder Mensch hat das, hat eine kleine Einziehung im Schädel. Mhm. Und das kommt eben daher, wenn das Baby auf die Welt gekommen ist, dann ist das Auge relativ groß schon und dann wächst der Kopf, aber das Auge wächst am Anfang nicht. Und dann zieht der Sehnerv, der ja hier dann durchgeht bis zu dem Sehzentrum, der zieht am Sehzentrum und am Knochen. Und da der Knochen ja so weich ist, kriegt man dann hier so eine Einziehung rein. Und mit der kann man optimal mit dem Ball hier arbeiten und kann damit sein Sehzentrum verbessern. Ja, das ist doch fantastisch. Ja, ich habe es noch nie gehört, dass das irgendjemand machen würde. Aber was ich höre, ist, dass die ganze Makuladegeneration heute eine Volksseuche ist und dass immer mehr Menschen Angst um ihr Augenlicht haben. Ja. Und ich meine, jetzt bevor das Kind in den Brunnen fällt wie bei dir und dann wirklich ein Jahrzehnt lang nichts da ist, all diesen Leuten könntest du jetzt eigentlich Tipps geben, oder? Das habe ich auch damals gemacht. Ich habe ja gesagt, ich habe 2012 und 13 und 14 habe ich ja Kurse gegeben. Und da konnte ich Leute wieder aktivieren. Aber man muss üben. Weißt du, das Problem ist ja auch hier gewesen. Am Anfang ging es den Leuten aufwärts und die Augen wurden besser. Aber du musst üben, üben, üben. Ich habe jetzt seit 14 Jahren jeden Tag geübt.
Sonst geht es nicht. Und jetzt hast du es wieder. Natürlich, aber ich bin gewohnt zu üben. Und ich übe ständig. Und das ist grundsätzlich so, wenn du jetzt mit den Augen hin und her bewegst und wenn du die Augen kreist und sonst was, dann musst du vor allem auch etwas Wichtiges tun. Du musst nah gucken und du musst in die Ferne gucken. Und ich habe dann in einem Buch vor Jahren schon gelesen, dass Seefahrer früher ganz gut sehen konnten, weil die immer viel in die Ferne geguckt haben. Mhm. Und da habe ich mir gesagt, dann ist es wichtig, dass wir üben müssen, in die Ferne zu gucken. Und wenn du jetzt das schaust, ich schaue nah, ich schaue fern, ich schaue nah, ich schaue fern, dann merkst du, dass du immer mehr deine Augen aktivierst. Und wenn dann dein Schädel richtig gut beweglich ist, dann funktioniert es optimal. Also nochmals, wenn die Menschen, also die Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause jetzt in dieser Situation sind, dass sie das Gefühl haben, es wird immer schlimmer. Ja. Man geht ja als erst zum Augenarzt, der wird sagen, ja, es ist halt so, mit dem musst du leben. Ja. Du wirst in 3 Jahren blind sein oder ich weiß gar nicht, wie da die Diagnosen ausfallen oder wie das gesagt wird. Dann könnte man sagen, okay, ich habe jetzt den schulmedizinischen Weg gehört. Ja. Es gibt keinen Ausweg. So, da könnte ich doch parallel anfangen, mich mit diesen Techniken auseinanderzusetzen, die du eigentlich erprobt hast. Ja, und ich bin absolut sicher, ich habe ja schon viele Patienten auch behandelt und habe dann bei denen auch erreicht, dass die Augen wieder besser geworden sind. Und das ist meine Idee jetzt, dass wir einfach ein Kurskonzept wieder entwickeln. Ich habe ja mit dem Arthur Trenkler gesprochen, der dieses Zelltensorgerät gebaut hat, dass wir eben jetzt irgendwann im Juli vielleicht mal so anfangen mit solchen einfachen Kursen, wo ich den Leuten zeige, was kannst du für dich tun? Und dann treffen wir uns ein Vierteljahr später wieder und üben wieder. Und ich möchte, dass wir üben, üben, üben und lernen, üben, üben, üben. Weil das ist nämlich das Wesentliche. Du darfst nicht sagen, oh ja, ich mache jetzt ein bisschen und dann höre ich wieder auf. Das ist nicht wahr. Du gehst so lange, bis es vollkommen gesund ist. Und auch dann geht es weiter. Es bleibt dein Leben lang, dass du was tun musst. So ist das. Ne? Aber ich mache das grundsätzlich. Du sagst immer, es wird wieder besser. Aber die Leute sagen, oh, ich bin schon glücklich, wenn es nicht schlechter wird. Das stimmt nicht für mich. Dann kannst du es aber auch stoppen. Wenn die sagen, ich mache jetzt diese Übungen, dann wird es nicht schlechter. Im Gegenteil, vielleicht wird es sogar wieder besser. Es wird dann besser. Weißt du, das ist immer so, man muss das klar sagen, wenn ich jetzt eine Fehlstellung im Schädel habe, habe ich natürlich eine Fehlstellung durch den ganzen Körper durch, bis runter zu den Füßen. Und das muss man auch so mitsehen und muss das auch mitbehandeln. Mhm. Ja, also es ist nicht so, dass ich nur im Schädel irgendwas mobilisieren muss und dann ist es gut, das stimmt nicht. Ich muss die Wirbelsäule behandeln, ich muss die Organe behandeln, ich muss den Schultergürtel behandeln, die Hände behandeln, muss das Becken behandeln, die Beine und die Füße, sonst funktioniert das nicht. Das heißt also, ich kann es jetzt nicht alleine machen als Betroffener, sondern ich müsste jetzt effektiv einen Therapeuten suchen, der sich damit auskennt. Nein, ich mache das mit den. Ich habe das alles aufgeschrieben. Wir machen gerade ein Video, wo man dann den Leuten in dem Kurs das Video zeigt, wie kannst du dich selber behandeln. Und da brauchst du 2 gelbe und 2 gelbe hier drin. Und mit denen kannst du lernen, wie kann ich mich selber behandeln. Das ist meine Methode. Ja, und dann habe ich eine Heilmeditation noch, wo ich mit dem Herzen arbeite und wir eine Heilmeditation machen, wie kann ich mich heilen? Und das höre ich mir jeden Tag an und dadurch wird es gesünder, gesünder, gesünder. So mache ich das auch. Ja, ich glaube auch, dass das ein wichtiger Punkt ist. Ja, natürlich, aber wir müssen lernen wieder, dass wir uns selbst heilen können. Wir haben doch starke Heilkräfte. Also dann bitte machen wir doch auch was. Trotzdem, es ist phänomenal zu sehen an dir als lebendiges Beispiel, danke. dass wir tatsächlich etwas, was weg ist, was tot ist, wieder durch das Zellwachstum gesund wachsen lassen können, wenn genügend Energie da ist. Und ja, und das ist doch aber das Wichtige, dass wir uns selbst heilen können. Wir müssen nicht immer irgendwo hingehen und da was machen, sondern wir können uns selber aktivieren und dann können wir auch wieder richtig gesund werden. Ja, und das ist doch das Wesentliche. Das steht ja jetzt nur stellvertretend. Das Auge, wo wirklich final nichts mehr sieht, kann man ja vielleicht auch dann alle anderen möglichen von Krankheiten letztendlich sagen, wenn da das Wunder möglich ist, was nicht möglich sein darf. Ja, das ist so. Also das ist grundsätzlich so. Deshalb habe ich ja auch schon erzählt, also ich gebe jetzt erst einmal nur die Augenkurse
Und dann werde ich wieder Kurse geben, die heißen Augen, Ohren, Körper, Erfolg. Die gehen eine Woche, das habe ich ja 2012 schon mal gemacht, bis 14. Und dann kamen andere Sachen wieder. Und dann ist es aber so, das möchte ich wieder intensiv machen. Und da wird der gesamte Körper durchgearbeitet. Das möchte ich. Frage, ich kann das. Du wurdest ja früher selbst wahrscheinlich auch schulmedizinisch betreut mit Ärzten. Nur ganz kurz. Ganz dann habe ich gestoppt. Da habe ich gemerkt, die wollen mal das Mittel und das Mittel. Dann habe ich mal so ein Mittel genommen, da habe ich Magenschmerzen gekriegt. Da habe ich gesagt, Schluss damit, hör auf. Und dann habe ich dann einfach angefangen, mein Herz zu öffnen und mit Herzenergie mich zu heilen. Das war viel besser. Verstehe ich, weil du natürlich auch ausgebildet bist als Osteopath und ausgebildet als Physiotherapeut. Natürlich. Konntest du dir den Entscheid auch treffen? Viele Menschen da draußen nicht, die suchen ja wirklich nur noch im Experten, ja, der auch dafür da ist, Rat und Unterstützung und Heilung. Das ist natürlich richtig. Ich meine, wenn man was hat, was wirklich hilft, ist es ja auch richtig. Aber wir müssen einfach für uns, das bin ich gewohnt, wir müssen lernen, dass ich mir selbst helfen muss. Ich kann nicht nur immer dahin gehen und dahin gehen und dahin gehen. Nein, ich muss lernen, mir zu helfen. Und dann werde ich ja auch wieder gesund. Das ist meine Methode. Jetzt beim dem Arzt, wo du warst, der hat ja das alles untersucht und gesehen, wohin die Reise geht mit dir, da war auch die Verschreibung der Medikamente. Hast du ihm jemals das Resultat von heute gezeigt? Noch nicht. Das wäre ganz wünschenswert. Das mache ich auch noch. Weil ich wünsche mir, dass die Ärzte diese Wunder auch sehen. Und das kommt, wenn ich jetzt also wieder die kleine Schrift auch lesen kann, dann werde ich zu dem nach Veitshöchheim wieder gehen. Der hatte dann so ein Bild gemacht. Da hast du dann gesehen, dass die ganzen Netzhaut war kaputt. War alles, das Feld war kaputt. Das war das Schreckliche. Ja? Und deshalb, dieses Bild ist halt wirklich ein schlimmes Bild, wo man halt sieht, da ist nichts mehr da. Ne? Und deshalb habe ich auch nichts mehr gesehen. Aber faszinierend ist eben, dass eben ein paar Zellen noch da waren und diese Zellen haben sich durch Zellteilung wieder vergrößert und verbessert und verbessert und dann sind immer mehr Zellen wieder gewachsen und das hat eben mit der Herzenergie zu tun, dass mein Herz gesagt hat, heilen. Und dann findet Heilung statt. Ja, ich also bin voll bei dir. Ich weiß, dass wir da vielleicht auf manche Menschen überfordern, aber ich glaube eben auch, man kann sie auch messen, diese elektromagnetischen Wellen, die vom Herzen ausgehen, sind ein Vielfaches größer als da oben. Ja. Ich kenne einige Leute, Clemens Kubi war auch gerade da, der hat sich auch geheilt mit Querschnittlähmung, was nicht möglich ist. Er hat es auch geschafft. Das siehst du. Und Joe Dispenza ist auch ein lebendiges Beispiel, dass Wunder möglich sind und jeder das Wunder verdient hat, aber es kommt immer wieder aus dem Herzen und aus dem Bewusstsein und dem Unterbewusstsein, es zu wissen, dass es möglich ist. Ja, wir haben eine ganz starke innere Heilkraft und wenn wir die aktivieren, werden wir wieder gesund, weil das, was wir uns vorstellen, das passiert. Wir haben zwei Emotionen in unserem Herzen. Die eine Emotion ist Liebe und die andere Emotion ist Angst. Und wenn ich Angst habe oder befürchte oder sonst was habe, dann wird das verstärkt und dann wird es schlechter. Mhm. Wenn ich Liebe denke und Licht und Liebe denke und Heilung und vorwärts gehe, dann wird das passieren. Ja. Und das habe ich verstanden, wie ich 2009 diese Vision hatte, am 6. Oktober, wie ich dann in die Praxis glauben hatte, diese Vision, da habe ich das mitbekommen, dass das das Wichtigste ist. Und seit dieser Zeit mache ich das. Gestatte mir noch eine Frage, gerne, wo ich glaube, ich vielleicht ein bisschen tief gehe. Du hattest gesagt, über eine gewisse Zeit willst du nicht mehr reden, wo du viel Stress hattest, aber es war auch gleichzeitig der Punkt, wo das Augenlicht schlechter wurde. Jetzt ist die Frage, ist es wirklich die Zusammenstellung, dass der Augennerv gedrückt wurde, die Energieversorgung zurückging oder hat es auch mit diesem ganzen Stress, wolltest du etwas nicht mehr sehen? Ah, logisch. Also, das Problem ist doch, wenn ich hatte einen großen Stress gehabt und ich war früher ein negativer Mensch, das muss ich leider sagen. Und ich hatte sehr schlechte Laune oft. Und dann habe ich eben etwas Interessantes erkannt, dass die Leber, die reagiert auf Wut und auf Aggression und auf Stress. Und die Leber hängt zusammen mit dem Auge. Die Niere mit der Angst hängt zusammen mit dem Ohr. Und wenn ich das weiß,
dann muss ich natürlich mit meiner Wut arbeiten und muss das wegnehmen und muss auch meine Leber behandeln. Ja, die Leber hat ja hier einen Reflexpunkt, da habe ich hier einen Vita-Chip draufgeklebt und mich damit angefangen zu heilen. So habe ich das hingekriegt. Das heißt also, auch die Zuschauerinnen und Zuschauer haben alle ihre eigene Geschichte, ja, die zu dieser möglichen Netzwerkablösung führt. Das ist so. Und da muss man schon genau hinschauen. Aber das müsste wieder ein Therapeut eigentlich ein bisschen analysieren. Das ist natürlich klar. Also muss ich nicht der Einzige sein. Das ist eine Ursache. Und ich meine, wenn wir an der Wirkung arbeiten, sollten wir die Ursache auch aufgelöst haben. Sonst passiert es ja wieder. Aber es ist wichtig, weißt du, es ist einfach wichtig, wenn ich ein Augenproblem habe, muss ich mich mit den Reflexpunkten von den Organen beschäftigen. Das bin ich aber gewohnt. Also ich habe immer grundsätzlich 200 Reflexpunkte in meinem Kopf. Das ist ungewöhnlich, aber ich kann das. Ich habe 4 unterschiedliche Akupunkturausbildungen gemacht. Also ich habe schon richtig, ich arbeite ja schon seit 49 Jahren, habe ja schon ein bisschen Ahnung. Ne? Also ein Besuch bei dir, wo man das ganze Wissen transportiert kriegt, würde den Zuschauer in die Lage versetzen, es zu Hause weiterzumachen. Ja. Also, und vielleicht hin und wieder mit dir abzusprechen, wie es weitergeht, oder? Also die Idee, die wir jetzt haben, die ich mit dem Arthur Trenkler ja besprochen habe, ist, dass wir ein Seminar machen, einen Tag, und da wird dann die Anatomie gezeigt und die Erkrankungen, die da beim Auge entstehen. Dann werden die Tennisballübungen gezeigt und dann machen wir eine Heilmeditation und zusätzlich machen wir mit diesem Gerät morgens und nachmittags eine Behandlung. Mhm. Und dann haben die Leute schon relativ viel und dann werden wir nach einem Vierteljahr werden wir das wiederholen und schauen, wo steht ihr jetzt, wie geht's weiter. Aber Sie müssen jeden Tag üben. Jeden Tag. Das ist auch mit dieser Kopfmanschette, das ist auch ein Thema, was der Arthur dann aufgenommen hat, Arthur Trenkler. Ja, natürlich. Mhm. Der möchte auf jeden Fall jetzt, wir haben jetzt schon was bestellt, und der kriegt jetzt auch so eine Binde, wo er dann übt und dann wieder misst, was passiert denn da wo in dem Stoffwechsel, damit man sieht, das und das wird besser. Wenn jetzt der Zuschauer weitere Informationen sucht oder sagt, mein Gott, ich bin auch betroffen, wie komme ich zu dir oder wie kann ich mich ein bisschen schlauer lesen, neben dem, was wir jetzt gerade gehört haben aus der Sendung, hast du eine Plattform gebaut, wo man das nachlesen kann, deine Geschichte? Also wir haben früher schon einiges in meiner Internetseite aufgenommen. Ich habe früher mit Vita-Chips gearbeitet, da haben wir einiges schon auch draufgeschrieben und Videos gemacht. Das ist unter www.lilienfein.net. Mhm. Ja, wie eine feine Lilie, also lilienfein.net. Und auch so eine Übungen und Tennisball und welche Punkte, steht da auch schon etwas drin? Oder nein, das kommt jetzt gerade. Wir sind jetzt gerade dabei, ein Video zu drehen. Mhm. Und wenn das Video fertig ist, kommt es auch in meine Internetseite rein, damit die Leute sehen, aha, so und so muss ich es machen. Mhm. Aber von Vorteil wäre schon ein Besuch bei dir. Absolut. Aber es muss nicht sein. Also ich möchte lieber einen Kurs geben, weil da können wir mehr miteinander sprechen. Was hast du, was hast du, was hast du und wo geht's jetzt wie weg? Das ist mir dann lieber. Also mir ist immer lieber, dass ich dann mit Leuten in einer Gruppe arbeite. Mhm. Es gibt ja viele Wege in die Blindheit rein. Und wenn ja natürlich jetzt 10, 20, 30 Leute zu dir kommen mit solchen Leiden, sind das ja auch unterschiedliche Geschichten. Ja. Ist deine Erfahrung so groß, dass du jedem denen helfen kannst? Ich kann in Sekunden einen Schmerz wegmachen. Ich habe eine unglaubliche Fähigkeit inzwischen, also durch heilende Hände, kann ich ganz ehrlich sagen. Und ich kann sofort sehen, der hat das, das, das und das und das, weg. Das kann ich. Das ist unglaublich. Also ich bin ja bekannt in ganz Europa, weil ich hatte ja früher eine große Praxis. Ich bin sehr bekannt, weil ich hatte wirklich die Fähigkeit, ganz ruckzuck einfach was wegzumachen. Ich hatte früher, das war interessant, ich hatte früher seit 1990 arbeite ich mit Kieferpatienten. Und da war ich ja dann schon in Höchberg in der Praxis. Und da habe ich dann später mit 50 Zahnärzten gearbeitet, weil ich so bekannt war, dass ich den Kiefer behandeln konnte. Ich konnte die Zähne behandeln, ich konnte den ganzen Schädel behandeln. Das war faszinierend. Also habe ich es gemacht.
Ne? Faszinierend und ich finde es einfach nur schön und ein Traum, dass ich solche Informationen unseren Zuschauern und Zuschauerinnen freut mich auch sehr, schenken darf. Finde ich sehr dankbar, muss ich ehrlich sagen. Und wenn man sowas natürlich hört, was du eins zu eins erlebt hast oder gemacht hast, dann gibt das für uns alle zu Hause eben auch die Hoffnung und die Kraft zu sagen, ja, ich möchte auch alles versuchen, um mein Augenlicht erhalten zu können oder es wieder zu verbessern oder sogar wieder ganz sichtbar zu werden wie unser Gast. Das finde ich einfach nur eine super schöne, phänomenale Geschichte und die wünsche ich Ihnen natürlich auch von ganzem Herzen. Bitte teilen Sie diese Sendung, geben Sie sie weiter, geben Sie an die Leute einfach weiter, die wirklich Probleme haben mit ihrem Augenlicht. Ich weiß, es ist eine Volksproblematik gegenwärtig. Wie eine Seuche geht das herum, dass man Probleme kriegt mit den Augen und es wäre so schade und so schlimm, wenn man die Schönheit der Welt, der Menschen, der Natur nicht mehr mit dem Augen sehen kann. Ich glaube, du wirst die ganze Welt heute anders sehen als früher. Ja, ich bin dankbar, dass du mit mir so toll gesprochen hast. Vielen Dank. Ist mir auch eine Ehre und lieber Wolfgang, ich wünsche dir für die Zukunft wirklich das Allerbeste und möge diesen Seminare ganz, ganz vielen Menschen den Anstoß geben zu ihrem Weg der Genesung, ja, zu diesem Wunder, wo du erlebt hast. Herzlichen Dank. Ich danke dir von ganzem Herzen. Und Ihnen wünsche ich alles Gute, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.